Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute eine Runde 1849 wieder und hauen uns gleich in die Mission 8 West Point. Ein sicherer Goldring steht bevor. Oh, da geht's um Mooskohle. So, wir sehen schon das Gold da hinten blitzen und blinken. Folgst du der Spur der Spitzhacken, dann entdeckst du bestimmt auch den Ursprung all des Geldes. Goldes. Die Tage, in denen Männer mit einem Zelt im Wald und wässrigen Bourbon zufrieden waren, sind vorbei. Du musst also nicht nur stark und schnell graben, sondern diese Bergbausiedlung in eine richtige Stadt umwandeln. Okay. Werde zivilisiert, halte mindestens 5 kleine Stadthäuser instand. Okay, da muss man alles machen, das volle Programm, damit die upgraden. Das wird ein bisschen dauern. Ja. So. Gut, das muss weg hier. Das ist nämlich im Weg. Das ist im Weg. So. So. Jetzt fehlt's mal hier wieder. Den können wir noch weg. Den können wir auch noch weg. Dann haben wir genug Holz, dass wir diese Hindernisse hier weg können. Kann man das nicht markieren? Nee. Leider muss man einzeln anklicken, aber immerhin geht's weg. So, den da auch noch, dann haben wir diese Seite mal gecleant. Der Baum da kann nur weg, da komm reinzoomen. Oh! No! So. Jagdlager. Hä? Nee, ich will den Baum. Jagdlager. Ich glaube, der Baum gehört da dazu. Das schaut nur so aus. Okay, dann machen wir ein paar Hütten. Fangen wir chillig an. So, das reicht. Man soll es ja nicht übertreiben am Anfang, sonst habt ihr wieder die Probleme, ne? Oder wir haben die Probleme. So, was gibt's hier denn alles? Nichts Nützliches. Sheriff, Schule, Salu. Entschuldigung. Alles da, Leute. Alles da. So, dann Essen. Wir brauchen Essen. Was bietet sich hier an? Da können wir schon mehr machen. Holzfällerlager, das ist auf jeden Fall gut. Das kommt hier hin. Dann eine Straße runter. Also Arbeitsplätze haben wir schon mal. So, hier eine Straße runter. Da hinten auch eine Straße. Jawohl. Okay, das passt vorerst. So, jetzt müssen wir uns ums Essen kümmern. Was gibt's da? Ein Jagdlager produziert Fleisch und Fell oder eine Ranch? Da ist die Ranch besser. So, dann machen wir eine Ranch. Die gibt auch ordentlich Arbeitsplätze. Ich glaube 10. Ja. Und wir können den Scheiß verkaufen, hoffentlich. Also einkaufen können wir Bier, Spitzhacken und Stoff. Die Spitzhacken haben auch vernünftige Preise jetzt, Gott sei Dank. Und Stoff. Bier ist für Alkohol. Und verkaufen können wir Stein, Holz, wobei das nicht so wertvoll ist, Fell, Gold und Silber. Wow, Silber ist ja cool, aber ich glaube, wir haben keine Silbermine. Ja, das ist ja Gold, ne? Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Also nochmal, wir können Holz verkaufen, das geht. Da können wir so eine zweite Holzmine dann machen. Was können wir noch verkaufen? Felle, ja. Also eine zweite Ranch. Essen haben wir schon durch diese Ranch, weil wir kriegen ja Fleisch. Dann passt es schon. So, wie sieht's aus mit Aussteigen? Holz braucht ihr. Gut. Zweites Holzfällerlager auf jeden Fall. Jagdlager. Fleisch und Felle. Da baue ich aber lieber das, weil der produziert Käse auch noch mit und bringt mir Arbeitsplätze. Steinbruch, Holzfällerlager, Goldmine. Gut. Dann nehmen wir ein zweites Holzfällerlager. Wir nehmen gar nichts, weil wir keine Kohle mehr haben. Ha, ha, ha. So. Boah, ist das teuer. Fuck. Sieht's noch aus finanziell. Ja, wir machen Minus. Kann nichts verkaufen. Ich muss jetzt warten, bis wir diese 500, diesen Notgroschen kriegen. Wenn wir den mal kriegen,
Ne, wir machen sogar Plus. Okay, das passt auch. So, wie sieht's arbeitsmäßig aus? Jo, die haben gute Arbeit hier. Da wisst ihr was, dann machen wir das anders. Machen wir ein paar Häuser noch her. Dann haben wir schön Arbeitslose dann. Jetzt machen wir so eine Hartz-IV-Stadt. Nee, war ein Witz. So, wir kriegen neue Aufgaben. So, mal Pause, Pause, Pause. Und zwar, leg es an. Die Entdeckung von Silber wird dich reich machen. Schaffe 200 Gold und 150 Silber nach San Francisco. Ja, das Silber, das ist das hier. Zukünftige Arbeit schafft. Locke 200 Einwohner in die Stadt. Das werden wir auch hinkriegen. Jo, wunderbar. Also Silber, Gold verkaufen. Das wird nicht das Problem sein und eine große Stadt werden, kurz gesagt. Gut, Silber ist hier. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ich habe mich verdrückt. Scheiße, weg damit. Ich wollte eine Straße. So, zack, zack, zack. Das wird da hingebaut zu dieser Silbermine. Jawohl. Dann können wir das auch gleich hier machen. Dann kann ich hier noch was hinbauen. So, das sollte eigentlich reichen. Eine zweite Ranch wollte ich nur haben. Beziehungsweise wir brauchen den Handelsding da, die Route, dass ich handeln kann. So, jetzt können wir das verkaufen. Das ist aber dummerweise nicht so viel wert, aber immerhin, ne? Besser wie nix. So. Die Handelsroute öffnen wir auch, dann können wir die Felle verkaufen. Die eröffnen wir auch und die andere kann ich mir nicht leisten. Gut. Guter Anfang. So, die werden leicht arbeitslos wieder. Das gefällt denen natürlich nicht. Steinbruch, Holzfällenlage, Goldmine, Silbermine. Ja, da brauchen wir mal richtig Asche. Das ist es. Aber unsere Leute sind auch schön arbeitslos. Das heißt, wir brauchen Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze. Eine zweite Range würde denen gut tun, auch wegen an Essen und so. Das heißt, ich werde das tun. Was? So, jetzt. Das würde ich hier gerne hin, aber da ist so ein Scheiß im Weg da. So, jetzt aber. Range. Gehen wir das hier hin, dann können wir da am Rand die Straße nur entlang bauen. So, jawohl. So, hier auch am Rand. Und dann darüber. Zack, 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 zack. So, den Baum nehmen wir auch noch mit. Boah, sehr ruhig, Kuh. Und wir brauchen langsam Sheriff. Kann man sie leisten? Und zwar, jetzt schaue ich mal, dass das überall hingeht. So. Jawohl, schön in die Mitte. Oh, scheiße, mir geht das Geld aus. Fuck. Sonst sind wir pleite. Es geht nämlich ganz zack. Oh, ne, 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 Steine. Holz wollen wir verkaufen. Und Felle geben auch nicht schlecht Geld. So. Zack. So, wir haben wieder Moos, denn ohne Moos ist nichts los. So, geldmäßig stehen wir gut da. Arbeitsplätze haben wir auch geschaffen. Jetzt kommen dann die Minen dran. Da schaffen wir weitere Arbeitsplätze. Und durch die Minen können wir auch schön was verkaufen. So, Silbermine. Zack. 10 Arbeiter. So, den Notgroschen habe ich jetzt gekriegt. Okay. So, die brauchen Alkohol. Kann man den anbauen? Nö, den muss ich einkaufen. In Form von Bier. Aber das ist eigentlich nicht so teuer. Das ist leistbar. Das werden wir dann mal machen. Ich kaufe mal gleich 500 Bier. Das ist innerhalb des Sheriffsbereichs. Also. Jo, dann kann der aufsteigen da. Sag mal, was klaut ihr hier alle? Ich hab einen Sheriff. Alles klar bei euch? Was soll denn der Blödsinn? So, ich brauche Spitzhacken auch, weil sonst arbeiten die sowieso nix. Noch ein bisschen was verkaufen. Ey, ich will nur den Stein verkaufen. Nur die Felle verkaufen. Mehr bleibt mir da nicht über. Jo, so, es läuft wieder. Der Kreislauf ist wieder vorhanden. Der müsste jetzt eigentlich hier bald upgraden. Ein Saloon wird gebraucht. Alles klar. Kostet. Kostet. Eine Feuerwehr wäre auch nicht schlecht zur Not. Der Saloon kostet 300, das ist machbar. So. Hier habt ihr den Saloon.
Bitteschön. So, jetzt upgradet schön. Ich brauche ein bisschen Kohle wieder. Zack. So, das erste Silber verkaufen wir. Wir schauen nochmal, was wir genau machen müssen. Ja, 5 große Häuser, gut, 200 Leute, 200 Gold und 150 Silber. So. Im Verkauf ist was wert? Der Stein, ja, also eine Steinmine könnte man bauen. Vor allem, ich brauche ja sowieso früher oder später Stein. Und so ein Steinbruch, das machen wir dann. Aber der Scheiß muss hier weg. Das ist nämlich so richtig im Weg. So, dazu brauchen wir Holz. So. Weg mit dem Scheiß hier. Wir brauchen dazu viel Holz. Wieso ist hier immer so ein Gauner, wenn ich einen Sheriff habe? Das geht mir voll am Sack, du. Ist der außerhalb seiner Range? Ja, scheiße. Dann bauen wir noch einen zweiten Sheriff hier runter. So, jetzt ist aber Ruhe hier. Und wir können das hier weg. So, 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 so. So. Also brauche ich wieder Holz. So, ab. Mal reinzoomen. So, weg ist der ganze Scheiß hier. Jetzt haben wir Bauplatz. Ja, ja, Ochse, alles klar. So. Wir verkaufen Stein, denn den kriegen wir jetzt sowieso. Holz, das gibt gut Kohle. Die Felle verkaufen wir und das Silber. So, jetzt haben wir Moos gekriegt. Jetzt machen wir einen kleinen, aber schönen Einkauf. Wir brauchen Spitzhacken. So, 100 Spitzhacken und 100 Bier. Nee. Ja, 100 Bier. Das geht sich aus. Zack. Das ist jetzt ein Großeinkauf gewesen. Und eine Mine geht sich auch noch aus. Eine Goldmine. Zack. So, die Häuser hier sind abgebrannt, oder was ist da los? Was ist hier los? Müssen wir neue machen? Das gefällt mir nicht hier. Ja, eine Feuerwehr wäre auch nicht schlecht. Nur zur Sicherheit. Das machen wir hier hin. Da umfasst sie alles. Seht ihr, es brennt schon. Wieso ist denn hier das Dings weg? Ärgerlich. Ja, sag mal, wieso brennt denn hier alles? Ich hab ne Feuerwehr, Mann. Ja, da ist wieder keiner drin. Super. Da geht jetzt einer rein, bitte. Ja, das ist jetzt ein Kettenkreislauf. Da wird alles abbrennen, weil ich keine, die Häuser brennen ab und der hier kriegt keine Arbeit. Das ist super. Fuck. Fuck, 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 Leute. Ne Scheiße. Gut, es kommen zwar auch neue Häuser, aber das ist scheiße. Das ist... So, wir brauchen schnell wieder Leute. Den Scheiß hier weg. So, die Feuerwehr sollte jetzt einen Mann drin haben, hoffentlich. Jawohl, so, gut. Funktioniert es, wir werden es schon wieder aufbauen, ist kein Problem. Wir haben aber kein Geld, das heißt, ich muss ein bisschen was verkaufen. Haben wir hoffentlich was? Jawohl, Holz haben wir, Felle haben wir. Gut, Kohle gibt es, das ist das Problem. Silber, sehr wertvoll. Gold, sehr wertvoll. Jawohl, also Geld haben wir, das ist nicht unser Problem. Gut. Jawohl, wir haben das Ganze nochmal rumgerissen sozusagen. So, dann braucht ihr Bretter. Gut. Haben wir da was zum Verarbeiten? Silbermine, nö. Sägewerk. Jo, das ist sowas. Das werden wir hier am Rand postieren. Und dann sollte man die langsam mal upgraden, dass sie effektiver werden. Das wäre sicher eine gute Geschichte. So, Einkauf, schau mal. Wir haben schon wieder kein Bier. So ein Scheißding. Das ist ein teuer Spaß, das Bier. Ja, ich muss es aber kaufen, weil sonst rennen die sowieso Amok, Leute. So, geldmäßig kommen wir halbwegs klar. Wenn wir das verkaufen, auf jeden Fall. Arbeitsplätze sind auch soweit vorhanden, das ist in Ordnung. So, der ist schon abgegradet. Bretter gibt's, jetzt braucht er Felle. Und wenn er die Bretter hat, kann er schon wieder
upgraden. Jawohl, also das geht jetzt zackig nach oben. Da werden wir gut Kohle kriegen. Spitzhacken haben wir, Bier haben wir, das passt. Wieso wir keinen Stein haben, keine Ahnung. So, wir verkaufen das jetzt alles hier, dass wir Kohle kriegen. Die Fälle werden die dann schon gleich kriegen, das ist ein Problem. So, Telegram, was ist los? Einige Siedler sind auf dem Weg nach San Francisco, Hilfen auf dem Weg mit 100 Fällen und 50 Fleisch. Okay, das machen wir. Das wird sicher was bringen, nehme ich mal an. 100 Fälle und 50 Fleisch, das sollte man hinkriegen. Ja, wir brauchen eigentlich nur Fälle und die kriegen wir schnell zusammen, das ist das Problem. Ist aber sehr wertvoller Stoff, also. So, mittleres haben wir schon, jetzt brauchen wir Stoff dann noch. Wie gesagt, Bretter brauchen wir noch. Kann ich nicht das ganze Holz da verkaufen. Das brauchen wir, Fälle kann ich auch nicht verkaufen, dann nur mehr Gold und Silber verkaufen. Ja, den Rest brauchen wir. Wieso kriege ich keinen Stein? Haben wir keine Steinmine? Habe ich die nicht gebaut, Leute? Ne, die habe ich nicht gebaut, die wollte ich bauen. Haha. Ha. Ich denke mal die ganze Zeit, warum kriege ich keinen Stein, Mann? Gut, Steinmine ist da. 4 Arbeitsplätze auch. Passt, jetzt kriegen wir wieder Stein. Wie viel ist denn das wert, den Flecker? Oh, minimal. So, wenn ich jetzt Stoff kaufe, können die sogar upgraden schon wieder. Kann ich mir auch leisten. So, dann kaufen wir 100 Stoff. Das muss eine Zeit lang jetzt reichen. Und dann müsste der Original hier upgraden, ne? Lass es mal schneller laufen. Jawohl, wir haben ein großes Haus. Jetzt braucht er Stein und dann kann er gleich nochmal upgraden. Eine Schule möchte er. So, schauen wir wegen einer Schule. Wir wollen ja keine dummen Siedler. Wo machen wir die hin? Bauen wir die hier hin? So, ein bisschen was verkaufen, dass wir wieder Geld kriegen. Stein, Holz, Felle. Ja, Holz haben wir genug, da können wir ein bisschen was verkaufen. Ja, nicht alles, nur ein bisschen. Gold weg, Silber weg, gut, bisschen Moos haben wir. So, was ist los? Ja. So, Stein brauchen sie. Und dann passt es, dann wird aufgestiegen. Jetzt muss ich mal schauen, was braucht man? 5 irgendwelche Häuser waren das. 200 kleine Stadthäuser instand. Ja, die haben wir ja schon. Ne, das ist ein großes Haus, okay. Das ist das nächste. Ich glaube, das nächste Upgrade ist das kleine Stadthaus. Ne, das ist, ja, Hammer. Und dann haben wir es eh schon fast geschafft. Das sollten wir hinkriegen. Das werden wir auch annehmen, den Auftrag. So, wir brauchen Fell und Fleisch. Also Fell vor allem. Fleisch. Wir brauchen mehr Felle. So, jetzt schauen wir mal, ob wir die Ressourcen hier haben. Nicht, dass uns das Bier ausgeht. Ja, das Bier ist uns schon wieder ausgegangen. Seht ihr, die saufen hier bei uns. Hey, Wahnsinn. So. Dann kaufen wir nur ein paar Spitzhacken. So, da. Investition getätigt. Ressourcen eingeladen. Wir müssen noch ein bisschen was verkaufen, sonst schaut es schlecht aus. Außer Holz kann ich mir aber gerade nichts verkaufen, weil den Rest brauche ich. Gut, aber fürs Geld reicht's. So, 5 Stadthäuser, wir haben 4. Das 5. wird auch bald kommen, denke ich mal. Wie schaut's aus mit dem Geld? Jawohl, wir sprießen vor Geld. Arbeitsplätze, die gehen so halbwegs, könnte aber mehr sein. Wir brauchen nur Arbeitsplätze, das heißt, ich werde ein Holzfällerlager da bauen. Und noch eine Ranch. Dazu brauche ich. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy Let's Play. Tschüss! Tschüss.